Jetzt sag doch endlich mal, wo es hingeht. Geduld? Das wirst du schon noch früh genug merken. Geduld? Ja. Geduld, Geduld? Ich will keine Geduld haben. Was machen wir hier? Ja, Moment. Du siehst es gleich. Was denn jetzt? Ja. Ist bei euch noch Platz frei? Ja. Hey. Na? Was ist denn jetzt los? Na, du hast doch nicht gedacht, dass ihr allein fahrt, oder? Also, das ist Teil 1 der Überraschung. Lukas kommt mit. Na, schön, das auch mal zu abfahren. Gib mir die Kamera. So viel Freude muss ich sofort einfangen. Hättest du es nicht mal vorher sagen können, dass er mitkommt? Wie gesagt, alles Teil des Masterplans. Was guckst du mich jetzt so an? Du bist gleich so vorwurfsvoll. Hättest du mir ja ruhig mal sagen können. Komm her, gib mir einen Kuss. Nee. Ach komm. Sei doch froh, dass unser Genie sich überhaupt mal von seinem Computer wegbewegt. Das Genie und der Irre. Was für eine seltsame Freundschaft. Irre? Wer ich? Sag mal, Markus, hast Rebecca eigentlich irgendwas erzählt, wo wir hinfahren? Nein. Nichts? Das heißt, du hast keine Ahnung? Aber das mag sie auch. Rebecca liebt Überraschungen. Über alles. Okay, was glaubst du denn, wo wir hinfahren? Weiß ich ja nicht. Benutz doch mal deine Fantasie. Wir fahren in ein kleines Haus. Halt die Fresse! Ist auf einmal rübergezogen, das gibt's doch gar nicht, Mann! Alter, das war knapp. Scheiß Sonntagsfahrer da. Lukas hat mal wieder was aufgetrieben. Der Lukas hat uns ein Haus besorgt, wo zwar keiner rein darf, aber ein Kumpel von mir ist der Hausmeister. Du meinst, wir brechen da also ein? Technisch betrachtet ist es kein Einbrechen. Das ist illegal, oder? Das heißt, die Besitzer wissen nichts davon. Wir leihen uns das Haus doch nur aus. Wo bleibt dein Abenteuergeist? Dieser Schlüssel steht für 10 Tage auf einer Burg. Und zwar nur wir dran. Was sagst du? Ich sage, was denn für eine Burg? Lass dich überraschen. Warum hast du eigentlich die große Kamera dabei? Mann, kennst du das nicht? Urlaubsdokus, das ist der letzte Schrei. Ja, ich schreie auch gleich. Tja, Rebecca, sagt Tschüss zur Zivilisation. Sieht aus, als wären wir nicht mehr in Kansas. Toto. Ich glaube, wir müssen da hinten auf den Schotterweg. Seid ihr sicher, dass wir hier noch richtig fahren? Ich habe seit einer halben Stunde keine Straße mehr gesehen. Boah. Wie krass ist das denn? Das ist ja echt eine Burg. Glaubst du, ich lüge? Wahnsinn. Seit 2 Jahren leer.
Bleiben wir die ganze Zeit jetzt hier? Ja. Irgendwas machen wir hier? Was wir hier gerade machen, wir inspizieren schon mal Rebeccas Reich. Witzig. Hier ist der Kerker. Wolltest du es wissen? Warte, halt mal. Hm? Halt mal. Meine Tür aufgebrochen? Was bist du verrückt? Ja auf, wir machen überhaupt nichts kaputt. Wir weinen Rebecca ein. Die ganze dreckige Wahrheit. In der Nacht zum 4. Advent wurde die Einsatzstelle der Polizei Wernien gegen 4.45 Uhr per Notruf über den Fund einer entstellten Leiche bei Hohenau informiert. Es handelte sich um einen 6-Jährigen, der blutüberströmt im Schnee vor der Burg lag. Bis zum heutigen Tag gibt es keine rationale Erklärung für die Geschehnisse auf Burg Hohenau. Stimmen, Schritte, polternde Geräusche und Dinge, die sich von selbst bewegten, ließen die Nächte auf der Burg zum Albtraum werden. Sie sagten aus, dass es eine Präsenz auf der Burg gab, ein übernatürliches Wesen, das ihnen schaden wollte. Hier erzähl mal das von den Bauarbeitern. Die Handwerker berichteten, Stimmen gehört zu haben. Werkzeuge verschwanden immer wieder und tauchten an unerwarteten Orten wieder auf. Rebecca scheint irgendwie nicht begeistert zu sein. Du weißt doch ganz genau, dass ich Angst habe vor solchen Sachen. Wovor hast du Angst? Ach, Schatz. Also ich verstehe zwar nichts von dem ganzen psychokinetischen Zeug und so weiter, aber ich verstehe nicht, warum du mich hierher schleppst. Kann doch spannend werden, oder nicht? Glaube ich nicht. Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Also der Geschichte nach hat Graf Marian seine eigene Tochter geehelicht. Also geehelicht heißt ja nichts anderes als vergewaltigt. Hat sie ein behindertes Kind zur Welt gebracht. Und das hat er mit ihr zusammen lebendig im Kerker einmauern lassen. In unserem Kerker? In unserem Kerker hinter Schloss und Riegel. Right over there. Stell dir vor, wir finden hier etwas, was wir uns nicht erklären können. Dann wären wir die Ersten, die sowas wirklich belegen können. Und ich schreibe eine Uni-Arbeit darüber. Du schreibst eine Uni-Arbeit darüber? Ja. Und wie heißt das denn? Über Spuk und paranormale Phänomene im europäischen Volksglauben. Ja, was? Und darf man. Das darf man. Wenn man Anthropologie studiert, darf man das. Willkommen in der Reality-Burg. Ich bin mit meinem Freund und seinem besten Freund in der Burg und er glaubt, es ist romantisch. Wenn Becky sagt, dass sie was blöd findet, findet sie es in Wirklichkeit richtig gut. Sie hat ein bisschen Probleme, sich auszudrücken. Also hier gefällt es ihr richtig gut. Mhm. Oh, das. Aber das ist ein schön fantasierter Sound. Ja, war super. Eine tolle Erfahrung. Ist dir warm genug? Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Marianne. Gute Nacht, Deppen. Thank you.
Ich muss mal. Ja. Max, ich muss mal. Kommst du bitte mit? Im Ernst? Ja, im Ernst. Ja, okay. Los, gleich. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ich bin geboren am 21. Oktober 1989. Meine Telefonnummer. Du auch, Martin? Ja. Okay. Was machst du da? Ja. Kennst du das nicht, wenn man einen Albtraum hat und dann ja? Sagt man sich so seine Adresse und sein Geburtsdatum und so okay. Weiter und dann kehrt man ganz in die Realität zum Kind. Hilft das? Oh, voll süß. Na gut, ich lese jetzt mal, was ihr könnt alleine heute machen. So, was ist denn jetzt mit den Roten? Schöne Kreuzstreben, oder? Rebecca? Ein Traum. Feuerstelle für urwüchsige Feste. Das ist noch original Mittelalter. Und du willst hier einfach überall reingehen? Ja klar, wir sind die Burgherren. Und weißt du, wo es da hingeht? Wir müssen Dachstuhl und Turm kommen, glaube ich. Ins Jungfrauengemach, in den Lederraum. Hoffentlich haben die da auch eine Gummizelle für dich. Die Frau, die ihre Kinder umgebracht hat, sie hat sich danach hier auf dem Dachstuhl erhängt. Sehr beruhigend. Hey, schau mal hier. Die sehen aus wie die ehemaligen Bewohner. Ist doch besser, als in die Berge zu fahren, oder? Rebecca? Hm? Turmspitze. Hier ist die große Show abgegangen. Jetzt ihre Kinder umgebracht. Und warum? Die beiden Herzchen wollten die Burg abfackeln. Mit Streichhölzern. Jüngster Zeit aus dem Fenster geworfen. Mir wäre das echt lieber, ihr würdet mir solche Sachen nicht erzählen. Was? Becky! Hey! Jetzt spinn doch nicht! Hey! Drehen wir jetzt hier oder nicht? Um Empfang. Nee, du? Poltergeist-Phänomene laufen am Anfang oft subtil ab und werden zum besseren Verständnis in vier Stufen eingeteilt. Stufe 1 beinhaltet das Gefühl, beobachtet zu werden und merkwürdige Geräusche. Stufe 2, kühler Windhauch in geschlossenen Räumen. Türen gehen auf und zu. Stufe 3. Elektrische Geräte gehen grundlos an und aus. Licht flackert oder geht an und aus.
Stufe 4, Feuer bricht aus und fliegende gefährliche Gegenstände. Der Poltergeist verbreitet Terror und Gewalt. Ich glaube, ich mag Stufe 4. Obwohl Poltergeistphänomene bis heute nicht wissenschaftlich bewiesen sind, steht eins fest. Die Menschen haben Angst davor. Früher hatten die Menschen Angst vor Magnetismus oder vor Hypnose. Das galt als Hexerei. Geht die Angst der Menschen im konkreten Fall von dieser Burg so weit, dass in 50 Kilometern Umkreis um diese Burg herum kein einziges Haus steht. Sprich, keine Menschen leben. Kein einziger Mensch. Mann! Markus, mir macht das wirklich nichts aus, hier auf dem Boden zu schlafen und in der einen oder abzuhängen, aber was ist denn jetzt eigentlich dein Plan? Was machen denn Tauben eigentlich im Keller? Naja, Poltergeister machen sich meistens durch Geräusche bemerkbar. Oder sie bewegen Gegenstände. Ach, du verarschst mich doch. Du glaubst ja wohl nicht wirklich, dass es sowas wie Geister gibt. Oh, schön. Der reinste Taubenfriedhof. Hier, noch einer. Ich weiß nur, dass es hier sehr ungewöhnliche Vorfälle gab. Und es muss doch irgendeinen Grund haben. Hier im Keller hat die Frau ihren Mann getötet. Die Kinder im Turm und hier den Mann. Eine Frau, die vorher nie gewalttätig gewesen ist. Und du meinst, es hat was mit dem Geist des Hauses zu tun? Ja. Was war denn das für ein Knall? Boah, Markus. Was ist denn das? Oh, nee. Oh, es ist eklig. Sie ist gegen die Tür geflogen. Was? Na, schau mal hier. Da ist sie gegen geknallt. Krass. Kommt mal her. Ja, das Obst auch. Das gibt's doch nicht, das war alles frisch. Das ist ja abartig. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin, war der Kühlschrank auf. Was? Wollt ihr mir Angst machen?
Nee, aber ist doch schon komisch, oder nicht? Warte mal, sag mal still. Wieso? Na da. Das Geräusch, hörst du das? Da. Was ist das? Wo kommt das her? Es kommt aus der Wand. Das ist ein Geräusch. Hörst du das nicht? Jetzt ist es wieder weg. Hast du es gehört? Das ist doch der Kühlschrank, oder? Eine ganz interessante Geschichte, und zwar von der Esther Cox. 1878 begann der Poltergeistspuk um die 18-jährige Esther Cox, die im kanadischen Neuschottland lebte. Zuerst hörte man leise Geräusche, wie von einer Maus, dann begann ein Karton, sich ohne ersichtlichen Grund in ihrem Zimmer zu bewegen. Eine Nacht später war gewaltiger Lärm zu hören, der von außen zu stammen schien. Als Erklärung dafür kann man eigentlich nur festhalten, dass diese Aktivitäten Manifestation von Esthers Unterbewusstsein waren. Und da stellt sich mir die Frage, ob wir bei uns dreien vielleicht auch jemanden haben, der das anzieht. Lukas, hast du dein Elternleben gehört? Soll ich zu Hause vergessen? Nein, leider. Ich weiß nicht, ich hab einfach keine Lust mehr. Wir waren jetzt hier irgendwie ein paar Tage und ich finde, es reicht dann auch irgendwann. Ich meine, ich bin mitgekommen und ich habe mir das ehrlich gesagt auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, wir beide fahren weg. Nicht wir und Lukas. Ist es so schlimm für dich, dass er dabei ist oder was? Ja, ich finde es halt nicht so geil. Ist nicht mein Freund. Dein Freund. Ja, aber kannst du dich nicht einfach mal auf die guten Sachen konzentrieren? Die da wären? Dass wir zusammen sind, dass wir gemeinsam Zeit verbringen, dass wir an einem magischen Ort sind. Ach, guck mal. Hä? Der Penner, der hat aufgehört. Stimmt. Becky? Becky? Willst du Verstecken spielen, hä? Willst du wohl Verstecken spielen, hä? Rebecca! Hey! Es ist nicht mehr lustig. Hey, Rebecca, das ist kein Spaß mehr. Rebecca! Oh, Mann. Sag mal, wo warst du? Na, warte.
denn hier? Keine Ahnung. Wie, der ist einfach weg? Verarschst du uns jetzt? Nee, sieht so aus, wie ich meine. Ja, dann ist der in die Küche gerollt. Nee, das gibt's doch noch nicht. Sagen? Markus, bitte, bitte. Ist hier jemand außer uns? Markus, was soll denn das? Hör auf damit! Ganz leise. Markus, lass uns zurück. Warte. Bitte. Da. Was?
Ärger. Markus. Oh mein Gott! Sei ruhig, beruhig dich. Markus, komm. Komm, wir gehen. Schatz, beruhig dich. Komm, bitte. Ich will uns nur Angst machen. Markus, ich habe so eine Angst. Becky, Becky, das sind nur Geräusche. Das sind nur Geräusche. Ich habe so scheußliche Sachen geträumt. Becky. Dass hier ganz schlimme Dinge passiert sind. Uns passiert nichts. Ich will nicht mehr hier bleiben. Können wir nicht fahren? Du übertreibst. Ich versuche bloß zu kommunizieren. Merkst du das nicht? Ich muss mehr darüber wissen. Gerade jetzt. Nein, es will uns wehtun. Das weiß ich. Becky, gib mir nur noch ein paar Tage, ja? Ein paar Tage. Für mich steht mittlerweile fest, diese Burg hat einen Hausgeist. Und er will mit uns sprechen. Vorsicht, tritt da nicht rein. Und damit später keiner sagen kann, das Klopfen käme von irgendwelchen Ratten in den Wänden, stellen wir jetzt Fallen auf. Und jetzt? Waldmanns Heil. Sondern du ziehst nicht zufälligerweise irgendeine Show ab. Womit? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde diese ganzen Sachen, die hier passieren, ich finde es merkwürdig. Weil es ist genau das, was du vorgelesen hast. Was willst du damit sagen? Ich meine, ich will nichts unterstellen, aber du versuchst nicht zufälligerweise deine Uni-Arbeit ein bisschen spannender zu gestalten. Auf Kosten von Rebecca und mir. Und erschreckt meine eigene Freundin zu Tode, ja? Keine Ahnung, sag du es mir. Wenn du sowas glaubst, dann komm mal hier rüber und schau dir die Aufnahmen an. Habe ich was für dich? Und jetzt? Warte ab. Pass auf. Da. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch. Genau das ist gestern Nacht passiert. Hier, nochmal. Ich glaube, sowas ist überhaupt noch nie aufgenommen worden. Das ist doch ein Trick. Das ist kein Trick. Genau das ist letzte Nacht passiert. Und zack. Was war denn das? Was war denn das? Was war denn das? Das kam aus der Küche. Hey, Becky, Becky. Scheiße. Die sind einfach nur vom Magneten gefallen. Scheiße, Schatz. Du weißt, dass das nicht stimmt. Schatz. Siehst du? Da ist nichts. Es ist hier, das spüre ich. Spürst du das nicht? Was ist hier? Wo bringst du uns hin? Jetzt wartet's ab.
Jetzt lass doch mal die Katze aus dem Sack. Ich habe eine kleine Entdeckung gemacht. Das glaubt ihr erst, wenn ihr es gesehen habt. Darf ich vorstellen? Der Burgherr. Graf Marian persönlich. Das gibt's nicht. Das scheint tatsächlich sein Grab zu sein. Wieso hat er sich so weit wegbegraben lassen? Vielleicht gab es in der Burg irgendwas, was ihm Angst gemacht hat. Das würde bedeuten, was auch immer auf der Burg herumspukt und was wir letzte Nacht am Poltern hören, es ist älter als der Graf. Vielleicht hat er es auch von der Gräfin Besitz ergriffen und hat sie deswegen eingemauert. Können wir bitte zurückgehen? Ja, komm. Lass uns zurückgehen. Vom Dachstuhl. Die anderen schlafen. Hallo? Kannst du mir ein Zeichen geben, dass du hier bist? Du hast beim letzten Mal laut hier oben gepoltert. Ich habe das gestern genau gehört. Die sind alle zusammen zugeschlagen. Alle auf einmal. Oh mein Gott. Aber das ist doch nicht möglich. Wie kann denn das passieren? Und in keiner ist was drin? Das muss dann aber echt eine kluge Ratte sein. Findet ihr das lustig? Hey, ihr könnt mich mal. Hey, hey. Zähne putzen. Action, erste Szene. Duschst du eigentlich nackt? Na klar. Dann möchte ich das filmen. Du kennst mich doch nackt. Bisschen Hüfte. Aber die Kamera doch nicht. Ich dich schon, aber die auch schwarz. Nein. Ey! Mach die Tür auf! Ja.
jetzt. Hör auf! Fass nicht mich nicht an! Lass mich! Nicht jetzt! Markus! Nicht jetzt! Markus! Fax. Nicht jetzt! Lass uns bitte drüber reden! Lässt du mich bitte ein? Nein. Gib's mir 10 Minuten. Lukas, mach doch einmal die Kamera aus, Mann! Komm, man versteckt die Kamera. Du weißt nicht, was los ist. Das hast du doch gemerkt. Hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier. Ja, deswegen will ich jetzt hier bleiben. Jetzt wird's spannend. Ich will wissen, was das ist. Er will bleiben. Doch, ich kann verstehen, dass du Angst hast. Aber bitte vertrau mir. Es gibt nichts, wovor wir Angst haben müssen. Ja, es besteht auch keine Gefahr. Wir haben nichts zu befürchten. Sie will gehen. Wir haben nichts zu befürchten. Hast du keine Angst? Nein, ich habe keine Angst. Wovor denn? Vor was, was ich nicht kenne? Ja, und wir können das nicht einschätzen, was es ist. Es ist kein Spiel, es ist was Ernstes, es ist nicht irgendwas. Genau deswegen finde ich es ja auch so spannend. Wer gewinnt? Und jetzt müssen wir hier bleiben. Jetzt hat sich etwas gezeigt, jetzt offenbart sich etwas. Jetzt dürfen wir nicht weggehen. Das ist unsere Chance. Ich garantiere dir, ich verspreche dir, dass hier keine Gefahr für uns besteht. Ich habe das geträumt hier. Was? Das hier. Was soll die Scheiße? Du filmst uns hier heimlich? Wie so ein scheiß Banner? Was? Ich dachte, wir filmen hier alles. Verarsch mich nicht, Lukas. Und lass die Finger aus meinen Privatsachen. Der ganze Spuk hier. Und dass deine Freundin langsam durchdreht. Ist das für dich privat oder was? Hey, was geht hier eigentlich? Ob ich schon wandelte im finsteren Keller? Du hast eine ganz schön große Fresse. Ach so, Scheiße, Mann! Ach, der Vorleute! Ey, wir suchen jetzt schon über eine Stunde. Du glaubst nicht im Ernst, dass wir irgendwas finden, oder? Das ist nur so eine Ahnung. Weißt du, was wir hätten tun sollen? Wir hätten sie einfach wecken sollen. Psst, sei mal still. Warte mal, da ist ein Piepsen. Scheiße, ich hab sie. Spooky, Alter. Das ist echt spooky. Ja? Ich hab gehofft, dass sowas passiert. Dass sie unsere Kamera wegwirft und dann so tut, als wäre nichts gewesen.
Das ist doch anormal. Ja, ja, ja. Wir sind auch nicht gekommen, um was Normales zu filmen. Jetzt wird's spannend. Die Fußspuren führen zu ihrem Schlafsack. Sie ist barfuß durch die Kälte gelaufen. Das wird mir langsam echt zu abgedreht, Mann. Erinnerst du dich, was letzte Nacht passiert ist, Becky? Ich habe geträumt, dass hier irgendwas in der Burg ist und dass weißt du nicht mehr, dass du aufgestanden bist? Nee, Markus. Du bist schlafgewandelt. Erzähl es doch nochmal, was du eben gesagt hast. Eben hast du es mir doch auch erzählt. Nein, Markus. Wieso? Nur wegen der Kamera? Nein, ich sag's dir nicht. Ich will's nur festhalten. Nein. Das ist alles. Mann, Markus, ich hab Nein gesagt. Du bist aufgewacht und hast eine Stimme gehört. Gleich an deinem Ohr. Was hat die Stimme gesagt? Ich hab langsam genug von deinen Spielchen. Ist das alles, was du drauf hast? Hm? Okay. Das ist nicht schlecht. Ich habe keine Angst vor dir. Hörst du? Du hast den Ball genommen? Geister Lock. 1:14 Uhr. Und der Ball lag so da? Ich habe nichts verändert. Es war alles genauso. Ich frage mich nur, wie sie die Tür aufbekommen hat. Wir wissen nicht, dass sie es war. Ach klar. Klar.
Ist hier jemand außer uns? Hast du uns was zu sagen? Etwas, das wir jetzt aufnehmen können? Marc, das ist nicht dein Ernst, oder? Soll das ein Zeichen sein? Ach. Merkst du was? Du redest mit der Wand. Das war dann wohl auch nicht Rebecca. Oder hast du dafür eine normale Erklärung? Oh, Becky. Glaubst du, dass die noch auf unserer Seite ist? Bei den Gesunden? Das ist meine Recherche. Das sind Kinderzeichnungen. Als hätte sie ihre Albträume aufgemalt. Das ist echt gruselig, Mann. Wann hat sie das überhaupt gemacht? Das muss sie nachts gemacht haben. Gestern lagen die Blätter noch auf dem Tisch. Was machst du, Becky? Klar, ich meine, wenn sie den ganzen Tag pennt, dann hat sie nachts Energie für sowas. Und schau dir das doch an, die ist völlig irre geworden. Hey, Schneewittchen. Hey, was machst du da? Mann, ich will wissen, was hier los ist. Weck sie nicht auf. Bist du sicher, dass sie überhaupt schläft? Was soll der Quatsch? Weg da! Ist hier jemand? Es ist noch hier. Es ist noch hier. Psst. Hörst du was?
Scheiße, Mann. Große Scheiße. Was geht hier ab? Hast du Angst? Was für eine dämliche Frage. Hast du irgendein Problem mit uns? Hast du ein Problem damit, dass wir hier sind? Hä? Wir haben keine Angst, falls du das denkst. Autoschlüssel ist weg. Rebecca sagt, er war in der Tasche, die durchs Zimmer geschleudert wurde. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich brauche diese Scheiße nicht. Eins steht fest. Ich gehe nicht mehr zurück. Wenn ich jetzt 20 Kilometer durch den Wald muss. Schon in der Landstraße. Thank you.
weiß sowieso, dass du nicht schläfst. Mich kannst du nicht verarschen. Mich verarscht du nicht, meine Süße. Rebecca! Rebecca! Becky! Scheiße. Scheiße. Becky! Rebecca! Rebecca! Becky! Scheiße. Gott, Scheiße! Rebecca? Hey. Becky, was machst du hier? Was ist denn? Schatz, was machst du hier draußen? Hey. Hey. Schatz, komm. Mane. Mane. Mane! Mane! Rebecca! Mane! 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 Was ist passiert? Nein! Was ist passiert, Becky? Nein, es ist so schlimm. Was ist denn? Becky! Was ist mit dir? Ich hab geträumt, dass du voller Blut warst. Es ist alles gut. Komm, wir gehen. Nein, Schatz, nein, komm. Ich will nicht zurück, nein. Schatz, Schatz, wir gehen. Ich bring dich nein, ins Warme. Ich will nicht zurück, nein. Bitte. Bitte, Markus. Komm, es ist alles gut. Schatz, komm mit mir. Es ist alles gut. Ich bin da. Markus! Es ist so aufgefahren, es ist unglaublich. Alter. Was ist das? Was ist das für eine abgefahrene Scheiße? Hier, guck dir das an. Hier, hier, hier. Hier im Spiegel. Warum hast du hier alles durcheinander geworfen? Ich? So, fängst du jetzt auch an zu spinnen? Willst du mich verarschen? Was hast du hier angestellt? Denkst du, ich hab nicht mehr alle Tassen im Schrank oder was? Was weiß ich? Du bist krank! Max, du bist echt... Willst du Rebecca Angst machen? Warum machst du sowas? Ja, was? Frag mal lieber deine Freundin. Hä? Du warst hier! Ach ja? Und wo wart ihr? Hä? Da hinten. Die Stühle, die Tische. Das heißt morgen auf Lateinisch.
raus, Mann! Zeugs aus dem Wald. Dreimal kannst du raten, wer das da reingesteckt hat. Ach komm. Ich glaube, dass Rebecca nicht mehr so groß im Schrank hat. Halt dich mal ein bisschen zurück. Ist doch wahr. Meine Freundin, Mann. Sie eine schöne Freundin ausgesucht, das kann ich dir sagen. Man, so blind kannst du nicht mal du sein. Hast du einen Vollknall? Siehst du nicht, wie es hier geht? Musst du jetzt noch draufhauen, oder was? Wir brechen die Sache ab. Sobald es hell ist, reisen wir ab. So. Lukas! Lukas! Wo seid ihr? Hey! Hallo! Hallo! Wo seid ihr? Schatz, wo bist du? Nein! Rebecca? Lukas? Lukas! Nein! Becky! Gott, Lukas! Was ist hier los? Was ist hier los? Hey! Was ist das? Ich bitte dich mich.
Nein. Nein! Lukas! Nein! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Nein. 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 Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon. Komm schon!